So, herzlich willkommen zurück. Im nächsten Schritt müssen wir jetzt anfangen und Beziehungen zwischen Entitäten auf die Datenbank abbilden. Ich erinnere da nochmal an die Datenbanken 1-Vorlesung beim Kollegen Höfig. Sie haben ja mehrere Fälle zu unterscheiden. Sie haben eine Entität und die hat eine 1 zu 1 Beziehung zu einer anderen Entität. Sie haben eine Entität und die hat eine 1 zu n Beziehung zu einer anderen Entität. Oder Sie haben Entitäten, die eine m zu n Beziehung zueinander haben, mit verschiedenen Kardinalitäten. Das heißt, das müssen wir also abbilden, also eine 1 zu 1 Beziehung, eine 1 zu n Beziehung, eine m zu n Beziehung. Ich habe Ihnen hier schon mal in einem schiefgegangenen Videoversuch eine Member-Klasse programmiert. Das heißt, das Ding ist jetzt eine Entity und der hat irgendwie Vorname, Nachname und einen Geburtstag. Und jetzt wollen wir uns da mal die Beziehungen genau anschauen und das Ding jetzt verkabeln mit der Klasse Projekt. Das heißt, wir werden irgendwann eine 1 zu n Beziehung und dann vielleicht eine m zu n Beziehung zwischen dem Projekt machen. Und ich habe eine Klasse Adresse hergestellt, die ist noch gar nicht mit nichts verkabelt, die hängt noch in der Luft. Schauen wir ganz kurz den Ausgangszustand an. Also wenn ich das Programm jetzt starte, macht er hier wieder das noch, genau jetzt läuft es los, startet der Server. Nur, dass Sie den Ausgangspunkt kennen, dass wir auch die Veränderung des Datenbankschemas jetzt anschauen können. So, schauen wir mal rein kurz. Das heißt, wir haben jetzt noch nichts gemacht. Das heißt, jetzt hat er noch die Tabelle Projekt mit ID und Name und er hat die Klasse Member mit ID, Birthday, First Name, Last Name. Und die Sachen sind einfach mit dem Default Mapping gemacht. Also nichts Spannendes bisher. So, und jetzt fangen wir an, 1 zu n, m zu n Beziehung einzubauen. Jetzt könnte man an eine 1 zu n Beziehung zu einer Adresse denken. Das heißt, was müsste ich da tun? Ich bereite das mal vor. Das heißt, ich würde jetzt sagen, der Address ist eigentlich eine klassische abhängige Entität. Das heißt, die ist alleine nicht lebensfähig. Eine alleinstehende Adresse macht keinen Sinn. Er ist im Zusammenhang mit einem Member, der da wohnt. Jetzt habe ich zwei verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ich zeige Ihnen erstmal die erste Möglichkeit, wo wir den Code möglichst wenig verändern müssen. Idee ist, ich habe eine 1 zu 1 Beziehung und wie Sie es aus Datenbanken 1 wissen, kann ich ja versuchen, die Klasse Adress auf dieselbe Tabelle zu mappen wie ein Member. Das heißt, wie geht das? Auf dieselbe Tabelle, 1 zu 1 Beziehung, gerade wenn 1 zu 1 immer ausgefüllt ist und nicht irgendwie 1 zu 0 mal sein darf. Dann sage ich nämlich hier einfach, du bist eine Klasse, die ist embeddable. Mehr muss ich gar nicht tun. Rest lasse ich default. Das heißt jetzt, ich kann eine Adresse an irgendeine andere Hauptentität dran kleben. Und dann klebe ich mal. Das heißt, was ich jetzt hier sage, ist, ich verpasse dem Member ein Attribut vom Typ Adresse. Private Address. Und da, dem sage ich, du bist, der ist embedded. Und wir spendieren noch Getter und Setter. Genau, wir spendieren noch Getter und Setter für die Adresse. So, das war's. So, jetzt haben wir also sozusagen ein 1 zu 1 Mapping gemacht mit embedded hier und dem embeddable da. Und wenn wir das jetzt starten, sehen Sie, müssen Sie jetzt eine Schemaveränderung sehen. Also, was wir jetzt haben, ist eine 1 zu 1 Beziehung, die auf dieselbe Tabelle abgebildet ist. Sowas machen Sie häufig, um zum Beispiel auch Zugriffe zu sparen. Denn so eine Adresse, so ein Member mit einer Adresse kriegen Sie mit einem einzigen Select aus der Datenbank raus und mit einem einzigen Insert in die Datenbank reingeschrieben. Also solange der Kunde nicht mehrere Adressen haben kann und solange vor allem auch die Adresse immer ausgefüllt ist, ist das eigentlich die beste Lösung. Schauen wir uns das mal ganz kurz im Datenbankbrowser an. Ich habe den Server ja neu gestartet, deswegen muss ich es mir hier anschauen. Und wenn Sie jetzt die Tabelle Member anschauen, ist da City, Postal Code und Street von der Adresse mit drin. Also das heißt, das wäre mal so die erste Möglichkeit, wie man es machen könnte, eine 1 zu 1 Beziehung abzubilden. Es kann Elemente geben, dass Sie sagen wollen, na ja, vielleicht ist es ja so, dass die Adresse mal nicht ausgefüllt ist und ich will hier vielleicht Speicherplatz sparen. Also gerade bei so dünn besetzten Beziehungen kann das sein, könnte ich auch auf eine 1 zu 1 Beziehung ausweichen. Das heißt, da zeige ich Ihnen die Veränderung, die Sie machen müssen jetzt. Das heißt, ich würde aus der Adresse mache ich jetzt eine Entität, TT.
Wenn ich das mache, braucht die Entity aber einen Primärschlüssel. Den haben wir noch nicht. Das heißt, ich müsste hier eine künstliche ID erzeugen. Weil, also Sie kennen das ja von abhängigen Entitäten, wie gesagt, aus Datenbanken 1. Und den mache ich auto-generated. Generated Value. Und das müsste es eigentlich schon sein. Das heißt, jetzt kriegt Address eine eigene Tabelle. Das erzwinge ich jetzt durch das Entity und Address hat einen eigenen Primärschlüssel. Jetzt müssen wir da sozusagen noch erzwingen, dass der Member die Adresse hat. Das heißt, ich sage jetzt hier bei Address nicht mehr Embedded, sondern ich sage jetzt hier One to One. Und jetzt hat er sozusagen, bildet er sich auf die Adresse ab. Jetzt kann man noch überlegen, ob die Adresse noch einen Backpointer zum Member haben soll. Das lassen wir mal aus. Aber jetzt schauen wir uns mal an, wie er das macht. Das heißt, jetzt haben wir einen Member, der macht hat eine One-to-One-Beziehung zu einer Adresse und die Adresse ist jetzt mal nicht mehr gemacht als abhängige Entität. Dann schauen wir uns da die Veränderung im Datenbankschema an. Okay, das heißt, er scheint gestartet zu sein. Wenn wir uns jetzt mal das Datenbankschema anschauen, muss ich wieder mich neu einloggen, weil der Server neu gestartet ist, dann sehen wir jetzt hier, Sie haben hier eine Tabelle Address, eine Tabelle Member. Ein Member hat jetzt, und das hat er uns sozusagen automatisch erzeugt, ein Feld Address ID. Adress ist, glaube ich, ungeändert. Das heißt, ein Member kann jetzt auf eine Adresse verweisen. Und wir haben hier auch einen Foreign Key Constraint drin. Wo sozusagen er hier auf die Adress-ID verweist. Das heißt, das wäre die zweite Variante, wie Sie abbilden können. Die würden Sie dann wählen, wenn Address nicht immer ausgefüllt ist, sondern mal ausgefüllt ist und mal nicht. Wenn wir schon mal gerade beim Thema eingebettete oder abhängige Entitäten sind, können wir noch kurz ein zweites Thema besprechen. Und zwar hatte ich am Anfang beim Architekturvortrag schon gesagt, man sollte möglichst eigene Datentypen verwenden. Also zum Beispiel einen Datentyp für Geld oder einen eigenen Datumsdatentyp, wobei man den jetzt vielleicht nicht mehr ganz braucht, oder vielleicht eigene Aufzählungsdatentypen und oder ein IBAN-Nummern-Datentyp. Jetzt weiß natürlich das Hibernate nicht, wie ihr IBAN-Datentyp in die Datenbank gemappt wird. Und auch das müssen wir uns kurz anschauen. Wie gesagt, es dreht sich da nur um eine einzige Spalte in Ihrer Datenbank normalerweise. Also wie bilde ich jetzt einen selbstgemachten Datentyp auf eine Datenbankspalte mit einem vorgegebenen Wert ab? Das geht relativ einfach. Man muss halt nur Hibernate erklären, wie er das konvertieren soll. Das heißt, Sie spendieren hier eine Annotation Convert. Ich habe das mal vorbereitet und sage dem, wie der Converter heißt. Converter, und den hatte ich getauft Date, genau, Date Converter. Den habe ich schon mal vorbereitet. Punkt Class. So, also das heißt, jetzt sage ich dem, naja, also Local Date soll in der Datenbank vielleicht kein Datumsdatentyp sein, wie wir das vorher hatten, sondern ich hätte das Ding jetzt gerne übersetzt in String zum Beispiel, weil ich das irgendwie mit einer ISO-Darstellung weiterverarbeiten will. Dafür brauche ich jetzt also eine Klasse, die mir sozusagen die Übersetzung macht zwischen Datenbank-Spalte und meinem Attribut in der im Hauptspeicher und andersrum. Das wäre hier mein Date-Converter, das heißt, ich habe jetzt hier einen Konvertierer spendiert, der implementiert das Interface Attribute Converter, und das hier ist der Quelldatentyp und das ist der Zieldatentyp. Jetzt, wenn Sie die beiden Sachen festlegen, ergeben sich daraus die entsprechenden Datentypen und Rückgabewerte von den beiden Methoden, die jetzt hier sozusagen erzeugt werden, nämlich Convert to Database Column und Convert to Entity Attribute. Das hatte ich schon sprechend genug. Das heißt, ich übersetze ein Local Date in String und andersrum. Und das habe ich habe jetzt hier mal eine Sparimplementierung erstellt, also der Nutz von Local Date einfach durch String. Das ist schon dieses ISO 86.0 irgendwas Format. Und ich unterstelle jetzt mal, dass, wenn er das defaultmäßig schreibt, dass er auch dann das parsen kann. Das heißt, wenn wir das machen, können wir jetzt sozusagen verschiedenste selbstgebastelte Datentypen zwischen Datenbank und der Implementierung hin und her konvertieren. Starten wir das mal. Ich erinnere nochmal an die Implementierung von vorhin. Die wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr gehen. Members, das geht. Da war es ja so, dass der Geburtstag von unserer Person noch ein Date war.
Und jetzt müsste sich das eigentlich verändern, wenn wir das neu starten. Das heißt, ich stoppe den mal und starte den neu. Und zwar müsste jetzt der Datentyp von Date in String sich geändert haben. Und wir müssen dann die Konvertierung da machen können. Schauen wir mal. Wir verbinden uns neu. Sie sehen es hier beim Member. Wir haben hier Birthday. Das ist jetzt ein Varchar 255. Und dieser Konverter würde uns jetzt die Übersetzung machen zwischen Datenbankdarstellung und Hauptspeicherdarstellung. So, bauen wir das mal kurz wieder zurück, dass wir wieder auf eine vernünftige Lösung kommen. Und dann würde ich Ihnen im nächsten Schritt eine 1:1-Beziehung zeigen, eine 1:n-Beziehung zeigen zwischen Projekt und Member. Das bauen wir als nächstes ein, nachdem wir die Veränderung hier wieder zurückgebaut haben. Das heißt, ich sage jetzt hier wieder Embedded. Und bei Address embeddable und die ID schmeißen wir weg. So. So, jetzt sind wir wieder auf dem Ausgangszustand zurück. So, was wir jetzt wollen, ist, jetzt hat ja ein Projekt, kann jetzt ja so eine Liste von Membern haben. Und jetzt können wir im einfachsten Fall unterstellen, dass die Liste von Membern eine 1:n-Beziehung ist. Das ist nicht ganz logisch, weil ein Member könnte ja auch in mehreren Projekten sein, aber wir unterstellen jetzt mal zur Einfachheit, dass ein Member genau auf ein Projekt gemappt ist, aber jedes Projekt mehrere Member haben kann. Das heißt, wir brauchen hier ein listenwertiges Attribut, List vom Typ Member bei Projekt, Members nennen wir das mal, und wir können Private, und jetzt müssen wir das abbilden, und das heißt, dann sagen wir die Annotation ein Projekt, too many. Und List, die hat die Imports hat er schon. Das heißt, jetzt haben wir sozusagen ein Projekt zeigt auf mehrere Members, und so ein Member, da können wir jetzt einen Backpointer einbauen, der kann weiß von mir aus, in welchem Projekt der zugange ist, ne? Private Project Project. So. Und für den ist das ja dann eine Many-to-One-Beziehung, ne? Also viele Projekte verweisen auf einen Member. So, damit man das jetzt noch eindeutig macht, es könnte es nämlich sein, dass das sozusagen kreuz und quer verpointert. Das heißt, der Member muss ja, also wenn ich mit einem Projekt auf einen Member zeige, heißt es ja nicht, dass der Member wieder auf das Projekt zurückzeigt. Da wäre in der Konstellation denkbar, dass das irgendwie kreuz und quer verkabelt ist. Deswegen müssen wir hier noch sagen, welches Feld beim Member ja anspringen soll. Und da haben wir hier ein mapped by. Und da sagen wir nämlich den Attributnamen vom Member. Das heißt hier, das wäre Project. Ich kopiere das mal kurz. Project. So. Damit haben wir eine 1:n-Beziehung umgesetzt, ne? Ein Projekt verweist auf n Members. Stoppen wir das mal und schauen uns das nochmal an, wenn die Software läuft. Er startet wieder. Sagt One to Many und Many to One haben wir jetzt gebaut. Also eine 1:n-Beziehung aus Ihrer Datenbankenvorlesung. Im Datenbankschema hat sich dann Folgendes verändert. Ich mache wieder Connect. Also jetzt eine 1:n-Beziehung. Das heißt, jetzt haben wir, ich habe die Adresse zurückgebaut, deswegen ist die Adresse wieder in Member drin. Der Member hat jetzt einen Zeiger, ein Foreign Key auf das Projekt. Bei einer 1:n-Beziehung haben Sie ja immer den Fall, dass in dem N-Teil die ID auf den 1-Teil drin ist, ne? Also das heißt, und das ist dann der Foreign Key hier. Das heißt, ein Member kennt sein Projekt, aber das Projekt kennt keine Member im Datenbankschema. Grund ist ja folgender: Sie haben ja in SQL 92 oder in normalen Relationen Algebra keine mengenwertigen Spalten oder keine mengenwertigen, also wo so ein Feld von einem Tupel mengenwertig sein darf. Deswegen können Sie hier keine Liste von IDs haben. Das heißt, Sie haben hier nur sozusagen, dass der Member weiß, zu welchem Projekt er gehört, und er hat dann hier dieses Foreign Key Constraint auf die Tabelle Projekt. Das heißt, das war eine 1:n-Beziehung, die wir ausführen können. Was vielleicht bei der 1:n-Beziehung noch spannend ist, auch da gebe ich Ihnen jetzt erstmal keine Demo, einfach, dass wir ein bisschen Zeit sparen, und ein bisschen was können Sie ja selber noch ausprobieren. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier bei dem Projekt gucke, muss ich noch ein paar Unterentscheidungen treffen, was die 1:n-Beziehung angeht. Und zwar haben Sie in häufig ja in Java
oder in objektorientiertem Design im Allgemeinen den Unterschied zwischen einer Kompositionsbeziehung, sehen Sie wahrscheinlich in SE1 auch irgendwann, eine Komposition und eine Aggregation. Unterschied ist, Komposition ist Existenzabhängigkeit, Aggregationen sind die existenzunabhängig. Frage könnte ja sein, wenn ich ein Projekt lösche, soll ich dann alle Member mitlöschen oder nicht? Und was Sie da sagen können, Sie können hier sagen Cascade, kann ich hier sagen Cascade All. Was jetzt heißt, wenn ich ein Projekt ändere, werden alle Member mitgeändert. Wenn ich ein Projekt lösche, werden alle Member mitgelöscht. Ich könnte hier auch sagen Cascade. Das habe ich jetzt nicht, also ich kann nur ein Cascading Delete machen. Ich kann die sozusagen auch detachen, dass sie unabhängig voneinander verwaltet werden. Die Frage ist ja, wenn ich ein Projekt save, save ich die Member mit oder eben nicht. Was ich noch machen kann und entscheiden kann, ist, ich kann hier den Fetch-Type festlegen. Ich kann hier sagen Fetch-Type Eager oder Lazy. Lazy sehen Sie da, Eager da. Stellen Sie sich vor, es gibt beim Projekt Zehntausende von Membern und Sie wollen in einfachen Dialogmasken nur so ein bisschen was an den Projektattributen ändern, aber die Member sind Ihnen da wurscht. Dann wäre es hilfreich, wenn die Member nicht geladen würden, wenn sie Projekt laden. Und das machen sie mit Fetch-Type Lazy. Das heißt, abhängige Entitäten werden es dann geladen oder MN-Partner bei einer 1-zu-N-Beziehung werden es dann geladen, wenn ich wirklich das Attribut brauche. Oder Eager heißt, ich lade gleich alles mit raus. Also Sie können sehr stark, Sie müssen also, man sieht das hier schon, sehr genau wissen, wie die Zugriffsmuster auf Ihre Applikation sind. Also welche Daten brauchen Sie wann, in welchem Zusammenhang, also welche Daten werden häufig gemeinsam oder welche selten gemeinsam gebraucht und dann entscheiden Sie hier den Fetch-Type. Also auch hier sehen Sie, Sie können wieder eine ganze Menge verschiedene Sachen verstellen. So, das war die 1-zu-N-Beziehung. Wenn man jetzt nochmal drüber nachdenkt bei einem Projekt, kann es ja sein, dass ein Projekt mehrere Member hat, aber ein Member auch mehrere Projekte. Und ich baue jetzt das mal um. Das heißt, wenn wir jetzt aus der 1-zu-N-Beziehung eine M-zu-N-Beziehung machen, das heißt, ein Member kann mehrere Projekte haben und ein Projekt mehrere Member, machen wir aus dem One-to-Many ein Many-to-Many. Many-to-Many, dann brauchen wir das dann nicht mehr, soweit ich weiß. Und wenn, dann können wir bei Member das Ganze auch verstellen. Dann sagen wir hier nämlich auch Many-to-Many. Und dann braucht er hier natürlich eine Liste von Projekten. List Project. Sagen wir dann Projects. So, wenn wir das nochmal starten, dann kommen wir bei einer Stelle raus, die Sie auch aus Datenbanken 1 schon kennen. Bei Many-to-Many haben Sie ja keine Chance mehr. Also dann bräuchten Sie auf beiden Seiten listenwertige Spalten, die es in normalem SQL nicht gibt. Deswegen müssen wir jetzt hier eine Mapping-Tabelle anlegen. Und das macht Hibernate für Sie automatisch. Das schauen wir uns jetzt nochmal an. Also jetzt haben wir eine M-zu-N-Beziehung zwischen Member und Project. Schauen da nochmal in das Datenbankschema rein, was er jetzt angestellt hat. Denn jetzt sehen Sie TH Project Members, Member Projects. Ah, jetzt hat er offenbar mehr angelegt, als ich vermutet habe, aber Sie sehen, wo es hinläuft. Das heißt, jetzt haben wir, ich habe das Map By vergessen und deswegen weiß der jetzt nicht so genau, vielleicht gibt es ja zwei Sorten von Many-to-Many-Beziehungen, die ich pflegen will, nämlich einmal zwischen Projekt und Membern und einmal zwischen Membern und Projekten. Und insofern hat er jetzt zwei Mapping-Tabellen angelegt und in beiden Fällen hat er ja jeweils den Primärschlüssel von Member bzw. Project verwendet und hat auf beiden einen Foreign Key gesetzt und eigentlich ist dann der Primärschlüssel von dieser Mapping-Tabelle sind die beiden zusammengenommenen Attribute. Also ID plus Member ID, das ist dann der Primärschlüssel der Mapping-Tabelle.